Um von Rudow nach Rüdersdorf zu kommen, fahren wir über Johannisthal, Adlershof und Köpenick. Die anhaltende Dürre nervt auch die Schafe auf dem Feld von Johannisthal. Dagegen erfreut man sich des weiterhin anhaltenden Sommerwetters am Wasser. Der Restaurationsbetrieb boomt. Auch für viele Vögel ist Wassernähe beliebt. Auf dem Schiff von der Freiheit 15 soll es gebrannt haben. Es wird vermutlich überholt. Die Inhaber haben stattdessen einen ausgedienten Wohnwagen dorthin gestellt. Wir fahren weiter in Richtung Katzengrabensteg. Im Erpetal hinterm Kurpark sind die Wasserbüffel zurzeit nicht zu sehen. Dagegen in Friedrichshagen weiterhin am Start die Straßenbahn nach Rüdersdorf. Kurz vor Schöneiche ist Berlin zu Ende. Auch in Schöneiche sind die Wassergräben sämtlichst ausgetrocknet. An der Rahnsdorfer Straße eine von einem Fliesenhersteller in Auftrag gegebene Mauer. Wie von Kinderhand und alles schön bunt. In Wirklichkeit alles sehr grazil aus selbst kleinsten Mosaiksteinchen. Da gibt's nicht nur serielle Splitter, sondern auch viele Einzelanfertigungen. Von weitem sieht's aus wie gemalt. Auch im kleinen Spreewaldpark ist alles ausgetrocknet und mittlerweile von der Natur wieder zurückerobert. Der Unterstand mit seinen Handläufen wurde total saniert. Auch die Holzplanken über dem ansonsten sumpfigen Gelände. So sah das mal früher aus. Auch die Eingangspforte ist mit denselben Mosaikkunstwerken wie vorhin geschmückt. Im Unterschied zum Teich bleibt diese Kunst noch vermutlich relativ lange bestehen. Das Wasser wird erst wieder im Winter anfangen zu fließen. Der ehemalige Badesee wurde durch eine Fontäne vorm Umkippen bewahrt. Auch durch eine künstliche Quelle wird das Wasser wieder aufbereitet. Wir fahren weiter nach Osten, raus aus Schöneiche, in Richtung Rüdersdorf. Unter der Brücke hat jemand sein Zelt aufgebaut. Am Torellplatz machen wir Pause. Gleich in der Nähe ist das Technische Museumsdorf mit einem Blick auf den Tagebau. Hier wird dargestellt, wie aus den früheren Sumpfbewohnern der Kalk sich langsam ablagerte. Ein heimlich angebrachtes Gerät soll wohl die Feuchtigkeit in der Mauer messen. Das ist rohorientiert. Ja, was war da, Altmetall? Ja, da gibt's da... Auf einer Holzbrücke für Fußgänger und Radfahrer überqueren wir den Kalkgraben. Das Wasser in diesem ist auch nur etwa einen Meter tief.
Weiter geht es südwärts entlang des Rüdersdorfer Kalksees. Der sieht sehr sauber aus und lädt zum Baden ein. Man kann bis auf den Grund runterschauen und es hat immer noch etwa 20 Grad Wärme. Glaubst du mir nicht? Dann komm doch selber rein. Oder habe ich etwa eine lange Nase wie Pinocchio? Naja, wir fahren weiter auf Stock und Stein, vorbei an einem Steg der Klinik und dann entlang sumpfigen Geländes. Kurz vor der Woltersdorfer Schleuse reihen sich ein Haus nach dem anderen direkt am Wasser entlang. Wir erreichen schließlich die Liebesquelle am Ortseingang von Woltersdorf. Aber leider ist auch diese inzwischen versiegt. Geblieben sind die Beweise angeblich gegenseitiger Zuneigung. Manne, der zurzeit nicht der Minne verfallen ist, kann darüber nur staunen. Da drüben beginnt schon der Flakensee. Aber darüber wollen wir heute nicht lang. Wir wollen von hier aus vielmehr wieder westwärts nach Berlin zurück. Eine bayerische Firma, die sonst für Kuhglocken sorgt, hat hier ein Singspiel erbaut. Die Schleuse wird zurzeit nicht benutzt. Die Woltersdorfer Kirche zurzeit, heute am Freitag, wohl auch nicht. Die Abkürzung nach Wilhelmshagen stellt sich angesichts der vielen Wurzeln und Sandverwehungen als Fiasko heraus. Auch die Verbrecherinstitution Deutsche Bahn macht sich einen Scherz daraus, die hier um ihr Durchgangsrecht Betrogenen noch zu verarschen. Eine behauptete Fußgängerbrücke ist überhaupt nicht vorhanden. Wir müssen also einen riesen Umweg über Erkner machen und dort über die Russenbrücke fahren. Vorbei am Demeritzsee Hotel. Und über die Triglavbrücke. Dort, wo die alte Spree über den Demeritzsee hereinfließt. Und wenig später über die Russenbrücke. Pause in Rübezahl. Am S-Bahnhof Spindlersfeld muss ich ein bisschen auf die anderen warten. Fahrradtour beendet wird am Wildhüter Weg nach einem ausgiebigen Filmbesuch mit einem Feuerwerk.